seit Jahren erlebe, auch bevor ich im Bundestag war, als ich eben gerade in der Jugendhilfe war, deswegen ist mir in dieser Kinder- und Jugendbereich so wichtig, dass in der Schule zu wenig Aufklärung stattfindet, zum Teil, weil die Lehrpläne vollgestopft sind mit Wissen, wo man sich fragt, was brauche ich das eigentlich, zum Teil, weil es auch Unsicherheit gibt bei Lehrkräften, wie politisch darf ich sein, wie darf ich informieren und weil natürlich auch irgendwie alles, was um die Schule drumherum funktionieren könnte, offene Jugendarbeit, Angebote in Vereinen, Verbänden, halt einfach immer weiter zurückgeht. Also ich kann das total gut nachvollziehen und frage mich natürlich auch, wie kriegen wir das zusammen, die Leute zu informieren. Die Entscheidung soll sie selber treffen. Also das versuche ich auch auf TikTok zu informieren. Natürlich wünsche ich mir, dass die Leute meine Partei unterstützen, aber mir reicht es erstmal, wenn sie sich das anschauen, wenn sie sich überlegen, hat er jetzt recht mit seiner Position oder ich, welche möchte ich unterstützen, das ist ja vollkommen legitim. Du würdest doch auch zugeben, dass ich recht habe. Weil du hast mir recht, das macht es mir einfacher. Aber genau das ist eben das Problem und ich finde es total gut, dass du das so reflektierst ankriegst, weil viele machen das eben nicht. Die nehmen das einfach hin. Also wäre für mich auch die Frage, was können wir vielleicht noch machen? Also, aber es ist einfach so, Menschen wie Sie, die uns aufklären. Du kannst mich gerne kurz aber halt, dass das einfach so ist. Auf Social Media findet man sehr wenige wie Sie. Und allgemein, die Jugendlichen interessieren die Politiker heutzutage ganz wenig. Und das ist einfach nicht schön. Und noch ein sehr großes Problem hier ist die Migration, dass Leute benachteiligt werden. Zum Beispiel ich bin, ich glaube, 2014 nach Deutschland gekommen. Und es war sehr schwer, sich einzuleben. Aber danach hat man auch gemerkt, dass die Jugendlichen mit mir ziemlich klarkommen und einfach keinen Unterschied merken. Es ist meistens so die Großeltern und Eltern, die sich einfach so an der Grenze setzen, obwohl, ja, das ist auch schon eine sehr schöne Sache. Weil, Mona, du hast das Perspektive, ja, genau. Also genau, das ist ja auch ein Faktor, der eine große Rolle gerade aktuell spielt. Ich meine, viele Leute, die zu uns kommen und auch jetzt auch einen Migrationshintergrund haben wie ich, ganz ehrlich, ich meine, warum unterstützen sie eine AfD? Weil die alle in diese Schublade reinkommen. Also wenn einer irgendwo Mist baut, dann sind alle auf einmal in diese Schublade rein. Und das ist, glaube ich, ein Problem auch für uns, weil wir versuchen irgendwie, ja, das Positive zu zeigen. Aber das ist halt sehr schwierig, weil wir eben automatisch in diese Schublade sind. Und das ist echt für mich persönlich auch nicht einfach. Aber was kann man dagegen machen? Und das ist, glaube ich, die Reaktion auch von vielen, die Leute, die eben einen Migrationshintergrund haben, die sagen, hey, jetzt reicht es mir halt. Ne? Auch jetzt mit der Messerattacke in Mannheim, das war genauso so ähnlich. Viele Leute, die einen Migrationshintergrund haben, die haben sich dafür geschämt, die haben sich geärgert, die wissen nicht, was sie machen sollen, halt, weil sie das nicht wollen und das ist nicht alle, es sind nicht alle so gleich. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, auch aktuell, zusätzlich auch was Bildung anbelangt. Ich glaube, das ist auch natürlich ganz wichtig. Also das